die Andrea von 2 auf der Ruhr. Wir sind im wunderschönen Südtirol in Schenna, im Schenna Resort. Und der Ruben nimmt euch jetzt mit auf einen Hotelrundgang. Und wenn es euch interessiert, bleibt gern dran. Wir starten mit einem kurzen Überblick. Das Schenna Resort besteht aus den drei Hotels Schwefelbad, Rosengarten und Mitterblatt. Wir waren in dem Teil Rosengarten und wie man sehen kann, ist für das nächste Jahr noch eine neue Pool Area geplant. Resort liegt super schön oberhalb von Meran in dem Ort Schenna. Hier ein kurzer Blick über die Außensicht, die Einfahrt bzw. auch den Eingang. Hier die Morgensicht auf die Berge, geblickt vom Hotel aus. Es ist ein wirklich sehr, sehr schön angelegter Garten. Hier dann auch der Außenpool zu sehen. Wir schauen weiter auf die Außensicht des Hotels Rosengarten. Hier links schon ein erster Blick auf das Fitnessstudio. Und hier nochmal der Rundblick über Pool und Berge. Wirklich sehr, sehr schön gelegen. Dann geht es auch schon rein ins Hotel selbst. Hier die riesengroße Eingangshalle mit der sehr schönen und modernen Rezeption. Rundgeblickt hier über einen schönen Oldtimer, der bereitsteht zur Ansicht oder auch wer sehr viel Geld hat zum Kauf. Schneller Rundumblick über die Rezeption, der Eingangsbereich. Sehr schön, alles sehr sauber. Wir sind an der Rezeption hier sehr freundlich empfangen worden, auch dann gleich mit einem kleinen Freigetränk. Von der anderen Seite geguckt, auf der linken Seite hier die Bar und dann hier links weiter auch mit dem kleinen Weinshop der angeschlossenen Weinkellerei Vöstl. Da sehen wir später noch mehr Bilder davon. Hier kann der Wein dieser Weinkellerei auch gekauft werden. Hier die Bar. Ebenfalls sehr schön angelegt, auf den Tischen auch Brettspiele in der Mitte eingelassen. Ja, weiter geht's hier mit einem Blick in den Spa- und Wellnessbereich, den wir selbst nicht genutzt haben, mit Ausnahme des Adult Pools. Deswegen laufen wir hier nur durch und gucken kurz herein bzw. zeigen das. Im Anschluss ein Blick auf das Fitnessangebot oder auch nur einen Teil davon. Sind wir hier auch schon fertig und gehen in den nächsten Bereich. Jetzt geht's rein in unser Zimmer. Wir hatten uns für diesen Aufenthalt eine wunderschöne Penthouse-Suite gegönnt, die, wie man sehen kann, sehr schön eingerichtet ist hier mit den ersten Bildern. Ja, die Penthouse Suite ist insgesamt 74 Quadratmeter groß, inklusive einer 22 Quadratmeter großen Dachterrasse. Hier auf der rechten Seite ein kleiner Kamin. Hier ist auch schon der erste Blick auf die Dachterrasse zu sehen. Großes Wohnzimmer mit Fernseher und wie gesagt auch dem Kamin hier unten. Der Kamin ist ein elektrischer Kamin, der Dampf erzeugt. Dann hier geht es rein in das abzutrennende Schlafzimmer, was natürlich sehr praktisch ist, wenn man zu unterschiedlichen Zeiten aufstehen möchte. Bequeme Betten, der zweite Fernseher hier, um auch mal getrennt Fernsehen zu schauen, wer das möchte. Hier links wieder der Kamin und dann geht es auch schon rein in das Bad. Sehr schön gemacht, zwei getrennte Waschbecken und dann hier eben auch schon die Dusche. Mit Regendusche und auf der linken Seite das weiße Kästchen mit integrierter Dampfsauna, die wir genutzt haben. Sehr schön, sehr einfach zu nutzen. Und dann geht es auch schon in das abgetrennte Tages-WC mit Bidet, auch sehr praktisch. Und dann gehen wir auch raus auf die Terrasse, große Liegecouch,
eigenständig zu nutzender Whirlpool, zwei Stühle, um bequem zu sitzen, und ebenfalls mit dabei eine kostenlose, in dem Fall kostenlose Aussicht und natürlich super schön der Whirlpool. Wir hatten Halbpension gebucht, die Mahlzeiten wurden durch sehr große Buffets zur Verfügung gestellt, mit sehr, sehr viel Auswahl, sehr schön angerichtet. Beim Abendessen, das als Fünfgangmenü zusätzlich zum Buffet angeboten wurde, konnte man direkt vor dem Abendessen aus der gerade gezeigten Karte oder aus den Karten auswählen. Es gab sehr viel Auswahl, sowohl für die fleischessende Fraktion wie für die Vegetarier und Veganer. Es konnte also jeder satt werden und das Ganze sehr schön und sehr reichhaltig angerichtet. So, nach dem Essen blicken wir nun in den Entspannungsbereich, hier der Erwachsenenpool im Rosengarten. Nicht mehr ganz so ruhig ist jetzt hier der Blick in den Kinderpool. Nach Essen und Entspannung geht es jetzt rein in den wirklich sehr schön und großzügig eingerichteten Fitnessraum, der sowohl Cardio als auch Kraftgeräte bietet. Sehr schön, sehr ordentlich, mit sehr schönem Ausblick. Wir hatten zu Beginn des Videos schon kurz in den Shop des Weinguts Pföstls geblickt und hatten jetzt während unseres Aufenthaltes am Freitagabend die Möglichkeit, an einer Weinverkostung und Führung im Weinkeller teilzunehmen. Hier sind jetzt die Bilder dazu. Es war eine überschaubare Gruppe. Wir konnten im Rahmen dieser Weinprobe in dem wunderschönen Weinkeller verschiedene Weine probieren. Und es wurden uns die Hintergründe und Details zu den jeweiligen Weinen sehr schön und ausführlich erklärt. Ein wirklich gelungener Abend. Von dem Schenner Resort. Wir sind ja eigentlich in Südtirol eher die, die auf Selbstversorger unterwegs sind, und haben es jetzt mal anders gemacht. Und hier ist wirklich alles schön. Es ist, die Leute sind wahnsinnig freundlich. Das Essen ist hammermäßig, also auch wirklich für Vegetarier und auch Veganer eine Riesenauswahl. Man muss nicht Sorge haben, oh, jetzt kriege ich wieder bloß irgendwie Gemüse, sondern die lassen sich da richtig was einfallen. Es ist gut gelegen. Man kann in einer Dreiviertelstunde nach Meran laufen. Natürlich auch mit dem Bus fahren, wer das will. Und ja, also uns hat es richtig gut gefallen hier und wir hoffen, das Video vermittelt ein bisschen den Eindruck, den wir haben, dass das rüberkommt auf dem Video. Und ja, wenn ihr auch schon mal hier wart, dann teilt es gerne mit uns in den Kommentaren. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Und wenn ihr mögt, folgt und verfolgt uns, indem ihr unseren Kanal kostenlos abonniert. Mir bleibt noch zu sagen, Servus und bis bald, eure Andrea.